Hallo aus dem wunderschönen Reffenau. Also, heute ist der Mittwoch und es sind jetzt schon einige Tage vergangen nach diesem Unwetter, das wirklich unglaublich war. Wobei, hier in Reffenau hat zwar zum Teil auch sehr stark geregnet, aber wir hatten keine Probleme, also keine Probleme, die halt extrem waren, wie in der Gegenden von Ayer Belayer und so weiter. Und heute, das sieht man ja, dass es jetzt viel besser ist. Und wir machen so einen kleinen Rundgang hier in der Altstadt. Hello from the beautiful Rethnon. Today we have the Wednesday, and it's about 5 days after the very bad weather that we had here. And as you can see now, everything is well again. The weather was in Rethnon, it was not so bad like in other areas here in Crete. And now we just make a small round inside the city. It's smooth, the weather's a little bit refreshing, and I hope that you will enjoy our small round here inside the old town of the beautiful Rethnon. Ja, also wir machen jetzt, wie gesagt, eine kleine Runde und ich hoffe, ihr genießt es einfach. Wir laufen hier so rechts an diesem sehr bekannten und also viele Leute mögen dieses Restaurant hier, das Hasika. Laufen wir jetzt vorbei, sowie an dem indischen Restaurant, das weiter vorne ist. Da laufen wir auch gleich vorbei. Gleich laufen wir hier an der Heiligen Varvara, also an der Ayer Varvara vorbei, und es gibt immer wieder so kleine Hotels wie hier. So kleine Boutique-Hotels, die in älteren Häusern, die wurden umgeformt in Hotels und sind sehr schön. Hier ist das indische Restaurant, das Saffron, auch sehr beliebt. Ja, und gleich drehen wir die Runde so links ab.
Hier links gibt es übrigens sehr gute Souvlaki. The left side you find very good Souvlaki. Und ich hoffe, ihr habt diese kleine Runde genossen. Und es nieselt jetzt übrigens ein bisschen, also es fängt langsam an, wieder ein bisschen zu regnen. Aber nicht so, was jetzt extrem ist. Also liebe Grüße.